Willkommen bei einem neuen Trash Game, was mich 79 Cent auf Steam gekostet hat und wieder mit Unity gemacht wurde, und zwar Wave of Skeletons. Und wisst ihr, was das Schönste an diesem Spiel ist? Dass dieses Spiel nämlich irgendwie nicht richtig aufgenommen werden kann. Ich habe es aufgenommen und dann wurde ich einfach wieder rausgeschmissen und die Aufnahme hat sich beendet. Ist das nicht super? Was auch toll ist, sind die unsichtbaren Wände, weshalb man die Skelette hier nicht richtig treffen kann. Das ist jedenfalls ein wunderschön gemachtes Spiel, wo man einen Wellen von Skeletten aufhalten muss, wie der Name schon sehr gut vermitteln lässt. Man kann hier auch durchgehend laufen und schießen, ist dabei immer, wie ihr sehen könnt, 100% akkurat. Fast schon wie meine Gegner in CSGO auch. Und ich hoffe mal, dass die Aufnahme jetzt nicht abschmiert, denn das ist sehr spannend hier und ihr wollt mir doch bestimmt zusehen, wie ich meinen Rekord von Welle 8 breche. Das war nämlich bei der Fail-Aufnahme, bin ich bis Welle 8 gekommen und irgendwann stirbt man dann halt einfach, das ist ganz spektakulär, durch eine Textbox angezeigt wird. Aber das wird jetzt natürlich nicht passieren, weil ich diesmal das Spiel nämlich schaffen werde. Und wie ich auch schon vorhin gezeigt habe, aber das seht ihr nicht, man kann in diese ganzen Dinger hier nicht rein, man kann in die Häuser nicht rein. Der hat's einfach durch eine... Hier kann man tatsächlich hin. Nee, kann man nicht. Er hat's durch unsichtbare Wände einfach alles... Ich werde von irgendwas... weggezogen. Er hat durch unsichtbare Wände hier quasi den Bereich so eingeregelt, dass man einfach irgendwann nicht mehr weiterlaufen kann in eine Richtung. Das ist schon sehr professionell. Weiteren bin ich gerade ziemlich schlecht. Die können einen auch aus einer Reichweite angreifen, das ist der Hammer. So, Welle 4. Ich habe mich schon gefragt, ob man sich mit dem Ding hier vielleicht irgendwie heilen kann. Ich kann es nicht sagen. Man kann hier nicht springen, sich ducken oder sonst irgendwas machen. Und wenn man Escape drückt für die Settings, dann wird man halt einfach aus dem Game geschmissen. Ich habe erst überlegt, ob ich... Achso, die können das umschmeißen, oder was? Ich habe erst überlegt, ob ich tatsächlich nach der... Ob ich tatsächlich nach der Fail-Aufnahme überhaupt noch eine Aufnahme machen möchte. Weil dieses Game so absolut langweilig ist. Aber... Na, irgendwie ist es auch ein bisschen funny. Aber es ist... Jetzt, nach einer Zeit, ist es halt einfach langweilig. Aber das Game hat mich halt auch 79 Cent gekostet. So wie Mushroom... Wie das Mushroom-Horror-Game da auch, deswegen... Und da ich mir extra für die Aufnahme gekauft habe, dachte ich mir... Nee, das muss mit rein. Nice und spannend. Irgendwann kommen dann so viele, dass man nachher doch Probleme kriegt. Und dann ist es einfach so unfair, dass man es gar nicht mehr schaffen kann. Oh, der Finger tut mir schon langsam vom Spam weh, weil ich kann euch ja mal zeigen. So sieht's aus, wenn man gedrückt hält. Und so sieht's aus, wenn man einfach so schnell wie möglich drückt. Welle 6, yay! Und ich kann ihn wieder nicht treffen, weil da noch eine unsichtbare Wand ist. Der Spieleentwickler mag unsichtbare Wände sehr gerne. Oh, und ich wurde getötet. Toll, das war Skeleton Wave.